Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potion Permit. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge die Käfer erfolgreich entfernt und haben sonstige Sachen noch gemacht. Wir haben noch das Zertifikat abgegeben, haben neuen, ach alles mögliche, keine Ahnung. Schaut euch die letzte Folge einfach an. Genau, wir wollen heute mit Opalherz sprechen. Einen Patienten haben wir heute tatsächlich mal nicht. Das ist mal was Neues. Außerdem würde ich gerne die Fernhandel hier machen. Aber erstmal gehen wir mit Opalherz sprechen, weil warum nicht? Wir müssen ja das Zahnrad herstellen für die Seilbahn. Und das wird nicht nur teuer, sondern wahrscheinlich auch ziemlich aufwendig durch die ganzen Ressourcen, die wir dafür noch sammeln müssen. Aber hey, was macht man nicht alles für ein neues Gebiet? Bärenklaue und Lavendel brauchen wir, genau. Ja, das kriegen wir zusammen irgendwie. Da bin ich mir sicher. So. Die haben noch zu. Wann machen die auf? Um 10 Uhr. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich überlege gerade, ob wir erstmal ein bisschen was sammeln gehen. Ja, wir gehen erstmal noch ein bisschen... Oh, warte mal. Never mind. Nee, das ist Runenherz. Warte mal, gibt's... Warte mal. Bin ich gerade dumm? Gibt es Opalherz und Runenherz? Gibt es die beide? Heißt die einfach mit... Ja, wirklich. Das ist die ältere. Als ob die... Also, ist Herz deren Nachname oder so? Also, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Ja, dann sammeln wir noch kurz was. Warum nicht? Desto schneller wir damit fertig sind, desto besser. So. Ich sehe keinen Bären. Super. Besser kann es ja erstmal nicht laufen. Ich weiß gar nicht, wo Lavendel war. Stand das nicht auch einfach random immer mal worum? Ist hier wirklich... Doch, ich wollte gerade sagen. Ups, und er hat uns auch noch getroffen. Wow. Das wurde aus den Haribo-Goldbeeren. So. Ach, warte, wir nehmen mal den Pilz mit. Oh, sorry. Den wollte ich eigentlich nicht schlagen. Ich hatte das falsche Tool in der Hand. Ich wollte eigentlich nur einen Pilz für Boni mitnehmen. Oh, und diesen Doppelbaum. Der sieht köstlich aus. Wenn man sich richtig hinstellt, dann trifft man beide. Jetzt. Also man muss ein bisschen näher an den anderen rangehen. Dann kann man nämlich beide treffen und dann verbraucht man weniger Energie. Das ist ziemlich nice eigentlich. Sollte man auf jeden Fall darauf achten. Weil Energie ist hier auf jeden Fall nicht unendlich und auch nicht kostenlos sozusagen. Ist hier kein anderer Bär mehr? Gut, in dieser Anfangsregion sind eh ziemlich wenig Bäre, oder? Bäre vor allem. Bären meine ich natürlich. Na gut, es ist gleich schon wieder 10. Ich gehe mal zu der nächsten Portal, wollte ich gerade sagen. Zu der nächsten Teleportationsstelle. Dann reden wir mit Opalherz und dann holen wir vielleicht noch die Bärenklauen oder Lavendel oder was auch immer. Werden wir schon irgendwie hier ranbekommen. So. Ich denke, das ist am nächsten dran. Und dann mal sehen, was sie zu sagen hat. Ob sie das größte, mächtigste Zahnrad der Welt produzieren kann. Wir werden das einfach aus dem Big Ben klauen oder so. So. Kann ich bitte mit dir reden? Danke. Okay, gut. Zerbrochene Zahnräder 1. Ich soll dir ein Zahnrad machen? Gehen wir in die Schmiede und besprechen das. Wir sind in der Schmiede. Achso, in den anderen Raum also. Die Seilbahn reparieren? Schon wieder? Haben wir nicht schon ein paar Mal dabei geholfen? Wir benutzen für all unsere Arbeiten nur die bestehenden besten Materialien. Vielleicht liegt das Problem woanders. Wir glauben, dass unsere Produkte von bester Qualität sind. Und da habe ich auch keine Zweifel. Das war, was auch immer wir gesagt haben, das hat ihr nicht gefallen. Es macht keinen Sinn, immer und immer wieder das gleiche Teil herzustellen. Vielleicht liegt es an der Blaupause, die wir dafür benutzen. Nun, die Seilbahn wurde von Leuten aus der Hauptstadt gebaut, vor langer Zeit. Wir haben das Zahnrad nach den Angaben in ihrer alten Blaupause gefertigt. Vielleicht haben sie uns damals die falsche Blaupause hierher gelassen. Es ist nicht so, dass ich dir mit dem Zahnrad helfen will. Aber ich würde sagen,
Du versuchst, deine andere Blaupause aufzutreiben, damit ich das, damit es dieses Mal auch hält. Warte mal kurz. Vielleicht könntest du ja einen Freund von dir um Hilfe bitten. Was meinst du? Den Bauernjungen, der einen maßgeschneiderten Rollstuhl für seinen Vater entworfen hat. Oh mein Gott, Luke. Du meinst Luke? Er hat die Blaupause für den Rollstuhl selbst gezeichnet. Er scheint ein Talent für das Ingenieurswesen zu haben. Vielleicht hat er auch eine Idee für das Zahnrad der Seilbahn. Gute Idee. Ja, mit Luke können wir gerne reden. Mit dem verstehe ich mich ganz gut. Der ist korrekt. Na, mal sehen. Zeig ihm die alte Blaupause und das Zahnrad. Und dann bring uns, was ihm dazu eingefallen ist. Machen wir. Bin dabei. Bin auf dem Weg. Ich gehe zu meinem Bro Luke. Wir quatschen ein bisschen darüber. Genau. Gut. Das machen wir jetzt auf jeden Fall auch direkt mal. Und dann besorgen wir noch die Bärenklauen, okay? Dafür ist noch Zeit. Wir können uns auch noch was zu essen holen, damit die Energie dann wieder auf Vordermann ist. Mal sehen, er sollte eigentlich beim Bauernhaus sein, oder? Schätze ich zumindest. Ja, da ist er doch. Aufgabe. Die Seilbahn reparieren. Zerbrochenes Zahnrad und Blaupause alter Seilbahn. Ein Zahnrad und eine Blaupause? Lass uns bei mir zu Hause darüber reden, ja? Dass wir immer wo irgendwo hingehen wollen. Ich glaube, diese Blaupause passt gar nicht zu den Bauweise unserer Seilbahn. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich bin schließlich kein Mechaniker. Das meinten die anderen auch. Oh nein, da kommt er. Was hat er zu sagen? Hey, du hast das Archimedes-Genie zu uns eingeladen? Versuchst du, Länder zuzubringen, eine große Menge Feldfrüchte zu kaufen? Digga, dieser Typ. Es geht um die Blaupause für die Seilbahn auf dem schimmernden Eisberg. Tja, sieht so aus, als hätte sich dein Talent herumgesprochen. Aber ich bin doch gar kein Mechaniker. Pff, guck dir doch nur diesen Rollstuhl an. Den hast du dir ausgedacht. Ist einfach so ein Steampunk. Mäßiger Rollstuhl. Du willst mir doch nicht sagen, dass du die ganze Zeit nur herumgesessen hast und nutzlos Zeug gelesen hast, Luke. Der Typ hat einen Traum. Nein. Jetzt hör mir mal zu. Nur weil du hin und wieder deine Nase in ein Buch steckst, heißt das nicht, dass du verlernst, worin du gut bist. Geh und zeig Mondburg, wie ein Bauernsohn, wie du all diese mechanischen Zeug im Griff hast. Dieser Typ, ey. Oh, okay. Aber ich muss mir erst Gedanken über einen neuen Entwurf machen. Gibst du mir etwas Zeit? Naja, klar. Ich weiß nicht, ich finde den Typen im Rollstuhl immer noch ein bisschen weird. Und nicht, weil er im Rollstuhl sitzt, sondern er ist irgendwie... Keine Ahnung. Entschuldige, dass du warten musst. Hat es jetzt auch schon fertig? Ich bin zuversichtlich, dass meine neue Blaupause helfen wird. Ich hoffe, dass Opalherz versteht... Dass Opalherz versteht, was ich aufgezeichnet habe. Wenn es so schwer zu durchschauen ist, komm einfach wieder. Mach ich. Gut. Oh, ist wirklich schon fertig, Rod. Liefere eine Blaupause. Okay, dann machen wir das direkt auch. Bevor die nämlich zumachen nachher. So, aber erstmal Boni füttern, das ist am wichtigsten. Wer möchte einen Pilz? Ja, wer möchte einen Pilz? So. Gut, dann gehen wir da mal wieder hin. Das ist einfach so ein Herumgeschlender zwischen den beiden. Wir gehen wieder zu Opalherz, dann gehen wir wieder zu Luke, dann gehen wir wieder zu Opalherz, dann gehen wir wieder zu Luke. Also, ich würde ja gerne wissen, wie viele Schritte wir heute gegangen sind an dem Punkt. So. Okay. Da ist sie ja. So, mal sehen. Die neue Blaupause? Gehen wir zu mir nach Hause und werfen einen Blick drauf. Oh, sogar nach Hause diesmal. Und sie hat hier einen Hammer mit.
Die neue Blaupause sieht gut aus. Aber ich brauche ein paar Materialien für das Zahnrad. Das verstehst du doch. Ja, natürlich. Gut, also hier. Hier ist eine Liste der Dinge, die ich brauche. Stein und Holz. Komm wieder zu mir, wenn du alles hast. Und dann werde ich sofort ein neues Zahnrad nach der neuen Blaupause anfertigen. Okay. Stand das Oh mein Gott, Kupfernugget? Was? Wo kriegen wir denn Silbernuggets? Ach so, ja, die bekommt man manchmal, das stimmt. Voll vergessen, dass man Silbernuggets und so bekommt. Oh, also müssen wir eigentlich nur noch Silbernuggets sammeln, I guess. Okay. Was ist denn da markiert auf der Karte? Hier, da können wir uns direkt hin teleportieren. Warum nicht? Und hier sollen wir suchen? Oder was soll mir das sagen? Hä? Was? Also, okay, warum ist das markiert? Das will mir aber doch dann wahrscheinlich sagen, dass es das hier zu holen gibt, oder nicht? Ja, tatsächlich. Aber Kupfernuggets haben wir genug. Von daher hoffe ich eher auf Silbernuggets an dem Punkt. So, aber ist gar nicht mal so schlecht. Steine müssen wir eh mitnehmen. Von daher. Oh, Silbernugget, let's go. 2 Stück brauchen wir nur noch an dem Punkt. Okay, wir nehmen mal den Baum hier auch direkt mit. Wir brauchen ja eh Materialien, von daher. Wir nehmen einfach alles mit, was wir bekommen an dem Punkt. So. Wo sind denn hier noch Steinchen? Oh, nicht schon wieder so eine. Warum hat er mich noch getroffen? Nee, ich wollte gerade sagen, den Schlag kriegt er nicht mehr. Ein und nicht mehr. So, hier aus bekommen wir eh höchstens nur Kupfer, ne? Wir brauchen diese größeren Steine schon dafür. Denke ich zumindest. So, einen Bär müssen wir eh noch nehmen. Der hält echt viel aus inzwischen. Also diese Braunbären... Ah, der droppt ja gar keine Bärenklauen, Mist. Also brauchen wir die gar nicht mitnehmen. Nur die normalen. Voll vergessen, dass die keine Bären... Krallen droppen, warum auch immer eigentlich. Die haben einfach keine. Ich respektiere es mal. So. Perfekt. Ich sag mal so, die werden wahrscheinlich eh gleich zu haben, wenn ich alles zusammen habe. Das heißt, wir werden eh am nächsten Tag erst alles liefern können. Deswegen nehme ich auch Holz und so mit. Wenn wir überhaupt noch Silber finden. 2 Stück brauchen wir noch. Oh, das Lavendel, das sollten wir auch mitnehmen. Oh mein Gott, dass mich das noch getroffen hat, da bin ich ein bisschen enttäuscht an dem Punkt. So, Lavendel brauchten wir, glaube ich, noch 3 Stück, oder? Denke ich zumindest. Wo waren wir hinten überhaupt schon mal? In dieser kleinen Gasse. Mehr ist es ja nicht. Ah, Mann, nur Kupfer. Ich brauche den guten Stoff, ich brauche Silber. So, wir nehmen mal noch Holz mit. Vielleicht müssen wir am nächsten Tag einfach nochmal herkommen und Silber holen. Wir wissen jetzt ja, wo die größeren Steine sind. Obwohl, ich weiß noch, wo einer ist. Ich weiß noch, wo einer ist. Hier ist einer nämlich. Genau, ich wollte gerade sagen, hier ist doch einer. Guck mal, wir nutzen die Energie schon wieder sehr, sehr, sehr simpel und sehr... Keine Ahnung, wie sagt man? Sehr präzise. Denn wir haben nämlich 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Sagt man das so? Nein, schon. Perfekt. Okay, das war's aber mit den großen Steinen. 1 Silber brauchen wir noch. Ja, wir kommen hier einfach nochmal an einem anderen Tag hin. Oh, danke für das Ingwer. Danke für den Ingwer. Oder ist denn noch einer? Nö. Schau dich das an, man kann die perfekt austricksen. Die man sich einfach vor einem Baum oder so stellt. So, eine Chance haben wir noch, indem wir hier runtergehen. Nee, aber hier ist keiner mehr. Gut. Schade eigentlich. Aber ja, was soll's. Wir nehmen jetzt einfach noch die Dings mit. Die Blumen hier, denn die nehme ich immer gerne mit, weil Vierecke sind einfach so nützlich zum Tränkebrauen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das haben wir ja schon in ein paar Folgen gesehen, wie nützlich das ist.
Es wird schon dunkel. Um 18 Uhr wird es schon dunkel. Das ist... Oh. Oh, wir haben keine Energie mehr. Ich habe gedacht, man kippt um. Ich hatte schon Angst. Aber tatsächlich kippt man gar nicht um. Das ist ziemlich nützlich. Wir haben noch so ein Steak dabei. Das ist gut. Ja. So können wir weitermachen. Gut, dass ich das mal gekauft hatte. Ich habe komplett vergessen, dass ich das noch hatte. So, schön. Ist schon ein bisschen blöd, dass jetzt genau ein Silber fehlt. Ist ein bisschen schade. Bin ich ehrlich. Ist sehr schade. Vielleicht gehe ich den Weg nochmal zurück. Vielleicht stoßen wir ja noch auf ein wildlebendes Silberstückchen, das sich irgendwo in den tiefen Rillen dieser kleinen Bergformation an der Seite befinden. Wahrscheinlich nicht. Kann man die Teile eigentlich abbauen? Nö. Die sind nur Deko. Ich dachte mir das schon. So, hier waren wir schon drin. Und da oben sind wir auch schon lang gegangen. Ah, Mist, ne? Hm. Na gut. Kein Silber füllen. Schade eigentlich. Aber was soll's. Wir kommen einfach am nächsten Tag, kommen wir so easy an Silber ran. Und letztendlich haben die jetzt ja eh nicht mehr auf. Von daher gehen wir einfach am nächsten Tag am Morgen direkt Silber sammeln. Und an dem Punkt sind wir dann eh safe. Oh, warte mal, hier oben waren wir noch nicht. Hier sind nur die normalen, wo Kupfer rauskommen kann. Eine Chance haben wir aber noch. Oh Gott. Ja, da oben ist noch einer. Let's go. Perfekt. Kann er uns treffen? Tatsächlich. Na gut, dann stelle ich mich mal so hin. Oh, wir machen wieder. Oh. Was? Oh Gott, ich bin verwirrt gewesen. Egal. Hey, aber wir haben auf jeden Fall das Silber und das Kupfer jetzt zusammen. Perfekt. Ja, damit haben wir die Aufgabe auf jeden Fall schon mal erledigt. Wir werden die natürlich erst am nächsten Morgen komplett erledigen können, weil, wie gesagt, die haben halt zu. Aber was soll's. Wir gehen jetzt... Oder warte mal, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht privat mit ihr reden können noch. Weil so spät ist es ja noch gar nicht. Komm mal her, Boni, komm mal her. Sag mir mal, wo sie ist. Opalherz. Hier. Ich folge dir. Los, los. Oh, sie würde da... Okay, mal sehen, ob sie darüber sprechen möchte. Oh, tatsächlich. Opalherz. Wir geben das mal ab. Du hast die Sachen, die ich brauche? Gut, dann wollen wir mal... Oha, noch um die Uhrzeit? Das ist ziemlich ehrenhaft. Und fertig. Okay. Wenn die Blaupause hält, was sie verspricht, wird dieses Zahnrad ewig halten. Drücken wir die Daumen. Ich meine... Ich drücke sowas von die Daumen. Ich will in das neue Gebiet rein. Und selbst wenn es nicht lange hält. Ich möchte einfach nur mal rein. Ich will gucken. Oh. Oh, Archimedes, war. Oh, okay. Wieder ein kurzes Gespräch. Oh, ich will mit Kips reden. Willst du ein Geschenk, Kips? Miau. Mein Schnurren ist sehr hyperrealistisch, oder? Mar, mar, miau. Miau. Ist schon cute. Kips ist cute. Kips ist mein Lieblingscharakter. So. Und Boni natürlich auch, beide. Kips und Boni. Achso, ja. Müssen wir noch irgendwas tun? Ja, wir können halt noch die Bären klauen jetzt sammeln, aber ganz ehrlich, um die Uhrzeit und wir haben auch nicht mehr viel Energie. Da werde ich lieber nach Hause gehen und mich aufs Ohr hauen. Und dann machen wir das morgen. Dann sammeln wir den Rest auf jeden Fall noch morgen. Und mal sehen, wir brauchen auf jeden Fall viele Materialien, viel Geld. Ich werde Minijobs machen und halt Holz sammeln, Stein sammeln. Aber ja, dann werden wir einfach mal zusammen gucken, das wird schon was. Haben wir Boni schon gestreichelt heute? Tatsächlich, okay, gut. Dann gehe ich mal ins Haus. Ich wollte gerade Häuschen sagen. Warte mal, was gab's hier? Achso, dekorieren. Ja, da haben wir eh nur ranzigen Müll. Damit will ich mein Haus nicht verschmutzen. Gut. Tatsächlich mal keinen Patienten. Das ist super. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wie wir in der nächsten Folge das Zahnrad zu der Seilrutsche bringen. Oder nicht Seilrutsche, sondern Seilbahn. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Also schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Potion Permit. Noch einen wunderschönen Potion des Tages. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.